Kaffee. Ich würde sagen, wir werden dann. Ja, es wird kühl. Gott sei Dank. Ja. Und es gibt ja noch ein bisschen was zum mehrere sehen, Orte in diesem Haus. Dem kleinen Haus. Ne? In dem man was erleben kann. Oder? Okay. So, wir haben da. Ich habe da gleich was entdeckt. Also das gefällt mir recht gut. Ja, das ist vielleicht so diese andere Seite für Kunst in den Weg stellen. Und das war für eine Ausstellung in Schloss Greilenstein in Waldviertel, der sehr viele Zwerge dort haben als Renaissance-Schloss. Und das war zum Thema Zwerge. Und wenn man denkt, Jesus, zu Zwerge, es fällt mir einmal nichts ein, bis ich dann gedacht habe, ja, eigentlich ist es so ein Gartenzwerg und der Weinfühler Köllergassen passt ja irgendwie zusammen, aber wo kriege ich so einen, bin ich nochmal dumm gefahren, ich habe also nirgends so einen großen Gartenzwerg gekriegt. Und da bin ich nachher, es hat damals noch die tote Grenze gegeben, nach Tschechoslowakei, und ich bin am Zwergenstrich nach Znaim gefahren, also wo die Vietnamesen diese riesigen Plastikfiguren verkauft haben. Und siehe da, ich habe also diesen Gartenzwerg dort erworben. Und dieser Gartenzwerg ist also für mich jetzt so von die Plastikkinderstiefeln angefangen, von den bunten, wird zur Köllergassen, wird da also zum Wein, zu den Weinstöcken und da oben wieder also eine Weinviertler Landschaft, so ein bisschen Persiflage. Und das ist für mich der einzige wirklich autorisierte Weinviertler Weingartenzwerg. Solche Sachen haben da natürlich, dass ich arbeite also sehr stark mit Schloss Hof zusammen. Wir haben da vor Jahren war eine Sonnenblumenausstellung, also die Gartenarchitektur und so weiter zum Thema Sonnenblumen. Und ich sollte dort eine Figur entwickeln, die Leute zu den einzelnen Punkten hinführt mit Zitaten. Und da ist dann dieses lachende Sonnenblumenmädchen entstanden. Eine Sonnenblume mit kleinen braunen Schuhen, das also die Leute bei den Weg durch Schloss Hof, durch die Gartenanlagen von Schloss Hof begleitet hat. Mhm. Wobei also die figurative Malerei, da vielleicht kommen wir noch drauf, ich habe also in 76 gehört, die Sandler-Passion mit Fritz Heller gemacht, rein figurative Sachen, und bin ein Frohner Schüler und zuerst Fritz Martins also auf die Figur einmal ausgebildet worden, und diese Reduktion der Figur, diese Vereinfachung, man kann nur Dinge vereinfachen, die man beherrscht. Oder man kann es nicht zeichnen und dann lässt man den Rest weg, aber das ist nicht einfach wegen dem. Mhm. Aber gehen wir jetzt dort rein, wo die einfachen Gut. Dinge entstehen. Das ist hier ein nicht unwesentlicher Teil des Ateliers, und dass man nicht unbedingt gewohnt ist, dass ein Künstler macht. Ich habe jetzt erst schon erzählt, mit diesen vereinfachten Formen, dass mich der Linolschnitt und hier besonders der Farblinolschnitt zu reizen begonnen hat. Und jetzt immer dann so mit diese Druckplatten in einer Druckerei zu rennen und die da drucken lassen, das war mir also zu viel Arbeit. Hatte einen guten Freund, den Fritz Heller, der Schriftsetzer war, Kurt Winter aus Drucker. Wir haben uns zusammengetan, haben diese alten Maschinen gekauft, eigentlich nur für ein einziges Buch zu machen. Und dieses Buch war die Sandler-Passion. Es war das erfolgreichste Buch, das wir gemacht haben. Wir haben von Weigel damals ein Fünftel von Staatspreis für Kulturpublizistik, den er bekommen hat, hat er also mit uns geteilt. Wir haben das Buch Machfeld eingemacht. Durch das bin ich zum Illustrieren gekommen. Habe jetzt mit dem Herrn Eigner ein Buch wieder mit satirischen Dingen gemacht.
habe über das Museumsdorf Niedersulz mit Farblinolschnitten, mit Emmerich Lang, ich weiß nicht mehr, ich glaube es sind 15 Bircheln, die heute entstanden sind und wo die Farbdrucke da in der Werkstätte gemacht worden sind. Wenn man vielleicht dieses Äuglein da schwenken kann, dann ist das bekannteste Bild geworden, das ich je gemacht habe. Und zwar war das Logo von ORF Niederösterreich für Radio 4 Viertel über Jahre hindurch, wo dann der Mittelteil mit der Sonne beim Vorspann für Niederösterreich heute auch gelaufen ist. Und man sieht, wie hier ein Farblinolschnitt entsteht. Es ist hier der Entwurf. Mit Dusche und Aquarell gemacht. Aus diesen schwarzen Linien entsteht der sogenannte Schlüsselblock. Im Schlüsselblock sind dann mir alle Linien gegeben, die nachher mit Farbe ausgefüllt werden. Nur wenn man dann da auch Platten erspart, indem ich im Schlüsselblock auch die Wolkenfarbe, die da drinnen ist, die drin lassen habe. Weil diese große Plattenschneide natürlich nicht unwichtig ist. Ich druck mit der sogenannten verlorenen Platte. Das heißt, ich schneide eine Platte, wo gelb, orange und rot drauf ist. Drucke alles einmal, was gelb ist, auf diese Platte, von der ganzen, auch die ganze Auflage. Schneid dann das Gelb weg, druck mit derselben Platte das Orange, schneid das Orange weg und drucke Rot. Verlorene Platte deshalb, weil ich jetzt Gelb und Orange niemals mehr drucken kann, weil es die Platten nicht mehr gibt. Und fange hier mit dem Blau an, mit ersten Blau, erstes Blau, zweites Blau und dann hier das Violett rein. Das Ganze dann mit Grüntönen. Hab dann die Wolken rausgeschnitten und die ganze Platte, den ganzen Druck noch einmal schwarz überdruckt. Also es sind im Grunde genommen 10 Druckstöcke notwendig, um diesen Farbdruck zu machen. Mhm. Und das ist also eine Spezialität geworden, wo vielleicht der normale Drucker nicht ist, aber wo ich als Maler dieses Drucken mit einer Maschine und das Malen mit einer Maschine. Es sind ja nie alle Platten gleich. Ich habe ja, das ist eine sogenannte Corex Andruckpresse, die ist früher in den Setzereien gestanden, um den sogenannten Bürstenabzug zu machen. Der Bürstenabzug war früher, man hat also den Schriftblock mit Farbe eingefärbt, hat einen Bogen Papier draufgelegt und mit einer Bürste diesen Bogen abgerieben. Und durch das heißt es also heute Bürstenabzug und es wurde dann immer mehr und mehr verfeinert, bis es zu dieser Zylinderandruckpresse gekommen ist. Eine andere Druckform war diese Maschine, das ist circa aus den 20er Jahren, die ist relativ neu, die ist aus den 60er Jahren. Natürlich hat alles aufgehört. Es gibt heute keinen Hochdruck mehr, es gibt keinen Bleisatz mehr. Alles, was Sie hier finden, außer den Bildern, ist Schrott. Mhm. Und das ist eine sogenannte Tiegeldruckpresse. Ein Tiegel ist dieser Teil, der Tisch, der den Papierbogen an den Druckstock anpresst. Jetzt brauche ich dort sehr viel Druck, dass der Druckstock angepresst wird, weil die ganze Fläche. Beim Zylinder nehmen Sie jede Hausfrau, wenn die einen Teig mit einem Brettl breit drücken müsste, die könnte noch so viel Gewicht haben, dass drauf nochmal dumm springt. Das würde ja nie gelingen, einen Blätterteig zu machen. Mit der Nudelwolke, wo die Kraft nur auf einer einzelnen Linie abrollt, ist es möglich. Und das ist auch das, was man nachher bei den Zylinderdruckpressen gemacht hat, dass der Papierbogen auf einen Zylinder drüber gelaufen ist und nur immer abrollend auf einer einzigen Linie gedruckt hat. Und das war diese Andruckpresse.
Das wird einmal eingehängt. So, und jetzt bitte ich nicht zu erschrecken, dass das Kaffeeheferl oder das Achtelglasl aus der Hand fällt, wenn man sich das anschaut. Und über diesen Zylinder wird praktisch das, was man in der Schule so mit der kleinen Walzen gemacht hat, wird hier unten verrieben und auf diesen Zylinder oben noch einmal verrieben. Ich habe hier zwei Gummiwalzen und der auf diese Gummiwalzen die Farbe verteilt. Dass sich die Farbe wirklich gut verteilt, muss das ein paar Minuten laufen, aber das wäre ja fad jetzt. Aber dokumentiert, es ist hier der Druckstock flach eingespannt. So, jetzt schauen wir einmal. Das ist jetzt noch nicht der Druck, sondern ich färbe jetzt einmal meine Druckplatte ein. Das ist das, was man früher so mit der kleinen Handwalze gemacht hat. Wird da eigentlich eingehängt. Ich habe also da genaue Passer, wo ich alles einstellen kann. Und damit komme ich auch hier zu diesen deckungsgleichen Dingen. Die sind ja unheimlich wichtig. Wenn ich das händisch zuziehen müsste, dann wird das fürchterlich werden. Aber, und ich hoffe, dass wir schon genug Farbe verrieben haben. Und haben bereits einen Abzug. Im Durchschnitt drucke ich also so eine Auflage von 15, 20 Stück. Manchmal mehr, manchmal weniger. Es gibt Sachen, wo ich überhaupt nur. Ich drucke jetzt überhaupt nicht Sachen zum Vervielfältigen, sondern bei der Druckgrafik. Diese Reduktion, das aufs Zeichenhafte, das in Comics wieder drinnen ist, das für mich recht interessant ist. Dieses Reduzieren und Kunst ist Reduktion auch. Aber Grafik und Technik kann natürlich auch sehr, sehr verspielt sein und wir haben hier Farbbilder. Und diese Farbbilder, das ist das Neueste, obwohl ich gesagt habe, ich würde so etwas nie machen, sind komplett am Computer gemachte Bilder. Das sind mit Paint und PaintNet gezeichnete Sache, aber auch der Computer selber ist wertfrei. Wenn ich irgendwelche fertigen Programme nehme und da Mandeln ausdrucken tue und einfärbe, ist das nichts. Wenn ich aber am Brädel selber zeichnen tue, und das dann einfärbe, dann kann ich da eine ziemliche Artenvielfalt, das so weit geht, dass da jeder glaubt, dass das eine Ölkreide oder eine Pastellzeichnung ist. Nix. Das ist mit einem ganz gewöhnlichen Paint, was am Windows-Programm drauf ist, mit der Sprühpistolen, zeichnet. Und draufgekommen bin ich, habe immer gesagt, interessiert mich, nachdem ich in die Augusta Bell als Flugtechniker Autopiloten eingebaut habe, habe ich gesagt, interessiert mich ein Computer in der Kunst nicht. Und dann, wir haben also damals einen kleinen Burm und einen Mädel von der Elfe ihren Neffen gehabt. Und wie ich da das erste Mal hingekommen bin, habe ich denen das Kinderzimmer gezahlt. Die waren damals 5 und 7 Jahre und zeigen mir so ein kleines Kastel und fummeln da drauf nochmal dumm und auf einmal entsteht auf dem Bildschirm eine Zeichnung. Da habe ich gesagt, lasst mich das auch probieren, war unheimlich begeistert, weil so ein Linolschnitt ist sehr viel Handwerker dabei, das braucht sehr lang, das war aber dort nicht. Und auch diese Dinge entstehen vereinzelt jetzt. Wir werden dann oben noch Sachen herzeigen. Eine weitere Maschine, wo ich dazu sagen muss, ich habe da das Haus gerade 3 oder 4 Jahre gehabt, es ist ein Bausparvertrag fällig geworden. Geld, das wir unheimlich dringend gebraucht hätten. Aber zur gleichen Zeit habe ich in einer Annonce gelesen, dass eine Kniehebelpresse aus 1860 verkauft wird. Und die Kniehebelpresse hat genauso viel gekostet, als der Bausparvertrag ausgemacht hat.
Das Haus ist trotzdem irgendwie fertig geworden, aber solch eine Maschine, die wir jetzt sehen, die gibt es im Handel nicht mehr. Das ist eine sogenannte, ich mache den Deckel noch runter, dass man da noch hinten sieht, eine sogenannte Kniehebelpresse. In weitesten Sinne eine Weiterentwicklung der Gutenbergpresse, die wir hier haben, nur ist die Kraft, also die Kraft, entstehende Kraft über diese Spindel entstanden, so wie es bei jeder Schraubzwingen ist, im Grunde genommen. Und hat dann ein englischer Adeliger im 19. Jahrhundert das menschliche Kniegelenk in Beuger und Strecker nachgebaut. Und das ist aber nicht nur für Druckerpressen, das ist für Ölpressen, für Werkzeugmaschinen diese Erfindung verwendet worden. Aber man hat diese Erfindung auch für diese Druckerpressen verwendet. Und um zu drucken, das ist der sogenannte Rolltisch. Diesen Rolltisch fahre ich raus. Wird diese Duchert geöffnet. In diese Duchert kommt der Papierbogen. Und jetzt kommt die Druckplatte drauf. Wird geschlossen und der Rolltisch in diese Maschine rein und mittels dieses Hebels hier, wir haben sie auch hier bei der Gutenbergpresse, wird die Kraft übertragen. Ich mache ca. 3 Tonnen jetzt, bitte. Fangen Sie mit mir nie zu raufen an. Okay. Und jetzt kommt der Rolltisch wieder raus. Die alten Drucker haben sicher ein Zauberwort gehabt, dass ja jeder Druck sofort gelingt, aber das weiß ich nicht. Aber aus Demonstration. So. Abracadabra. Habe ich hier, da lasst er mir jetzt ein bisschen offen, da war ich 2000 aus dem Mittel draußen. Es ist wahnsinnig heikel in der Einstellung, obwohl es so wuchtig ist, es ist ganz, ganz heikel, dass man genau im Zentrum ist, wo der Tisch runterkommt. Aber ich glaube, um die Funktion ist tadellos. Die Druckplatte, aus was besteht die? Das ist Holz. Das ist Linol. Das ist Linol. Früher hat man dazu Holz verwendet, im sogenannten Holzschnitt. Aber Picasso hat sehr viele Holzschnitte gemacht, bis er dann drauf gesehen hat, dass er in den Druckereien, die früher für Kirtox-Plakate und andere in Mehrfarben trug, Linolplatten genommen haben. Und da ist er drauf gekommen, dass man die aus solche Grafik auch mit Linolplatten, und nachdem der Picasso, der Homo Ludens war, der einfach aus allem was gemacht hat, der aus einem Vorradl-Sattel und der Gouvernail einen Stierkopf gemacht hat, der hat also auch den Linolschnitt also gesellschaftsfähig gemacht. Und wenn man nicht genau schaut, dann kann man beim Linolschnitt oft also beim Holzschnitt am Flader von Holz erkennen. Der Linolschnitt hat eine amorphe schwarze Fläche. Ich war lange Zeit bei der Xylon und der Xygron, das sind zwar Holzschnittvereinigungen, die aber hauptsächlich in alpenländischen Gegenden sind, wo es Sägewerke gibt, wo es also kein Problem ist, eine Brettersäge zu finden, die einem auf die Dicke und Schleifen und so weiter, das da in Morchfeld natürlich nicht gibt. Und daher bin ich auf den Ersatzstoff Linol. Oder auch Sache war dann ein Fest der Farben aus Motto, Sonnentanz und Blütenreigen
wieder, das war im Rosengartler Ausstellung, Sonnenblumen sind eine ganz begehrte Sache, die ich gern machen tue. Diese Plastiken sind, glaube ich, fast einen, von einem fast vergessenen Bildhauer aus Floridsdorf, nämlich von Karl Jetzinger aus Großjedlersdorf. Wenn er kein Geld gehabt hat, dann habe ich ihm was angekauft, auch dieses Kreuz, diese Madonnen. Umgekehrt, dann haben wir wieder tauscht, er ist verstorben, aber ich bin wirklich froh. Er hat dann zum Bildhauern aufgehört und hat zum Malen angefangen und ich bin froh, dass ich diese Dinge habe. Mhm. Mit 21 Schülern aus der landwirtschaftlichen Fachschule anlässlich zum 100-jährigen Jubiläum gemacht, wo dann jeder Schüler eine Fläche gestaltet hat. Das sind 40 x 40 cm Büttel und am Schluss haben wir es dann zu diesem großen Bild zusammengefügt, hängt jetzt im Speisesaal dort und war auch für die Ehrengäste und für die Schüler dann ein Druck davon. Da habe ich vor 2 Jahren, 2014, einen Comic zur österreichischen Bundeshymne gemacht, mit Land der Berge. Land am Strome, Land der Äcker, Land der Dome, Land der Hämmer, Zukunftsreich, Schwester, Brüder, also Seide, Land, Volk begnadet für das schöne, vielgeliebtes Österreich. Das war dann eben mit Rudi Weiß und Martin Heider, der Christine Frey, die haben gelesen und Erdgang Weinviertel die Musik gemacht und sind wir durchs Weinviertel getingelt und das war eine recht eine schöne Sache. Ich habe schon erzählt, dass ich den Europapark in La Sée gemacht habe. Wir haben zum Ametag der offenen Atelier dort gemacht und da haben die Leute, die hingekommen sind, sich ihr eigenes Plakat gezeichnet und das war das Plakat dann dazu. Hier eine Ausstellung, die ersten Niederösterreich-Tage in Budapest, wo ich direkt oben auf der Burg ausstellen durfte auf der Fischerpastei mit Wein aus den Weinvierteln, mit dem Bichlerheinz aus Falkenstein. Hier eine Tiffany-Arbeit mit Martin Suric, noch einen Linolschnitt in Glas umgesetzt. Treppe in den ersten Stock. Hier eine Sache für Schloss Halbturn, zu einer Pferdeausstellung. Da habe ich 60 PS dargestellt mit einem Linolschnitt, Multiples Glut und der Motorhaum von einem Auto damit beklebt. Ja, hier Galerie dazu zu sagen, ist wir sind keine Galerie, wir sind ein Atelier. Und es ist eine Galerie gar nicht so wichtig für mich. Ich male, habe ich ja gesagt, ich mache meine Bilder in erster Linie für mich selbst. Für mich ist Kunst Lebensmittel und das ist also sozusagen mein Speis. Ich habe ja mal schon mit drüber geredet, weißt du überhaupt, wie viele Bilder da noch sind? Oder? Wie viele da sind, weiß ich nicht. Ich habe also, es wären so ungefähr insgesamt, was ich gemacht habe, so 6.000 oder was. Natürlich viel weggeschmissen, aber die angenehmste Form der Entsorgung ist der Verkauf. Weil zum Beispiel schon so viele Linolschnitte existieren, mache ich heute oft keine Linolschnitte mehr, sondern mache Unikate in Form von Hinterglasbildern. Wo also eine Scheibe mit schwarzer Farbe angestrichen wird, nachher wie die Silberradierung in der Barockzeit rausgekratzt und mit Farbe hinterlegt werden. Und weil ich schon oft nicht mehr weiß, wo ich meine Bilder hingeben tue, bin ich sehr stark wieder in die kleinformatige Zeichnung gekommen, so mit Rucksack herumzuziehen.
Und im Grunde genommen ist hier das ganze Bild drinnen. Und da ist 80% des Erlebnisses drinnen, der Rest ist Arbeit. Mhm. Aber das, was ich ausdrücken will, das ist also aus meiner zweiten Heimat in der Steiermark. Ich mag dort diese anonyme Holzarchitektur sehr gern, die dort noch wirklich im Gegensatz von Weinviertel sehr, sehr noch immer erhalten ist, macht man da dort unten zu zeichnen. Oder hier eine Auftragsarbeit. Das haben also sämtliche Bürgermeister des Machfelds von einer Bank bekommen, als Weihnachtsgeschenk bei der Tagung. Und die wollten Lebensfreude schenken und haben gesagt, der Kaffeeheferl, jeder Bürgermeister trinkt einen Kaffee, wenn er in der Früh ins Büro kommt. Und das soll ihm eine Kraft für den ganzen Tag geben. Und da haben wir so dieses Machfeld mit Sonne und Blumen gemacht. Der Grund jedes Bildes ist die Zeichnung. Diese Dinge entstehen dann, so denkt man da im Preis. Die Zeichnung ist so dieses unmittelbarste Erlebnis draußen. Und die unmittelbarste Darstellung von einem Bild ist noch immer der große Klassiker, der Schwarz-Weiß-Schnitt. Mhm. Der scheinbar nur aus schwarzen und weißen Flächen, aber wo man sehr viel drüber nachdenken muss, dass das Ganze im Gleichgewicht bleibt und das einfach schön ist. Und mache ich zu viel, dann zerreißt das Ganze, und mache ich zu wenig, dann ist es schwarze Flächen. Mhm. Ich habe auch jetzt, um Kunst den Leuten nahe zu bringen, Kalender gemacht. Das war dann fürs Barbaraheim in Gensandorf, und mit dem Geld, das da reingekommen ist, haben wir dort den kompletten Therapiegarten finanziert. Ja, das sind so, es gebe zu jedem dieser Stücke, das ist wie gesagt wieder Steiermark, und Morchfeld hängt hier also friedlich vereint nebeneinander. Fasziniert hat mich auch da mein Urgroßonkel Mehlverschleißer am Gutshof, am Lichtensteinschen Gutshof von Wilfersdorf war. Faszinieren mich Mühlen. Und ich habe also sehr viel mit Mühlen in Weinviertel, Mittel in Oldschnitt gemacht, ausgehend von einem Röntgenfacharzt, der seinen zuweisenden Ärzten immer eine Grafik geschenkt hat, und der Pauli hat Müller geheißen. Also damit war die Mühlen eine Sache, was sehr gut. Ich habe dann zwischendurch, obwohl ich gesagt habe, ich werde es nie machen, 3 Jahre lang unterrichtet. Ich habe die Malakademie, das ist ein Projekt vom Land Niederösterreich, in Heimburg aufgebaut. Und wir haben dann die Aufgabe gehabt, für das Funkhaus in St. Pölten einen Christbaum zu gestalten. Und da habe ich dann diese viereckigen Weihnachtskugeln erfunden, Linolschnitte, die ich mit den Kindern gestaltet habe, die auf ein Gitternetz eines Würfels gedruckt wurden, zu einem Würfel zusammengeklebt. Also wie gesagt, mit einfachen Dingen, nicht kompliziert, mit einfachen Dingen zu gestalten und einfache Dinge zu erleben und aus den einfachen Dingen was Wichtiges zu machen. Und das ist eigentlich das Credo, meiner ganzen Arbeit. Mhm. Es ist nicht Spektakuläres an Motiven. Es ist ein Stickel Köllergossen, es ist in Mazzorbo, zwei Schiffe Mazzorbo in der Lagune von Venedig, habe ich recht gern. Ich mag also Kroatien, das ist aber eh schon eine Weltreise für mich. Da gibt es also ziemlich viele Bilder mit Aquarelle aus Kroatien und immer wieder Au und Blumen. Es ist die Bilder,
die Bilder sind scheinbar ähnlich, aber es steckt in jedem eine andere Emotion drinnen. Ich wollte gerade sagen, also es wirkt irgendwie, wie wenn die Bilder was erzählen würden. Sonst hätte ich jetzt nicht, ich hätte ja viel lieber da Bilder in die Kamera reinzeichnen oder mit der Kamera selber fahren und Bilder machen. aber auch Dinge, das wird Sachen für diese Donauausstellung der Thebener Felsen, Arena von Heimburg, Ort an der Donau, das Schloss, die Ausstellung steht da hinten benannt. Dann durfte ich da auch sehr intensiv, es gibt diese Kammermusiktage auf Eckartsau, die sind heuer also 40 Jahre. Und ich habe diese Festplankette gestalten dürfen, die ist dann sämtliche Förderer bekommen, das ist ein Cover für CDs und wo ich bei der Eröffnung dann auch den Aufgang in Eckartsau mit Blumenbildern festlich gestalten darf. Das da rückwärts war für eine Ausstellung im Museumszentrum Mistelbach zum Thema Hexen. Mhm. Weinviertler Künstler nehmen zum Thema Hexen Stellung. Ich habe da, es war knapp nach Fukushima, von Theodor Fontaine, dieses Gedicht Tant, Tant ist das Gebilde von Menschenhand mit der Brücke am Tee, eben nicht die Brücke gemacht, sondern eben nichts passiert, das Fukushima im Zerstörten und dagegen die Baba Yaga, diese russische Urmutter, aus der sich auch die Frau Holle und sehr viele Märchenfiguren bei uns entwickeln, eine weise Frau, die also keinen Wohnwagen gehabt hat, sondern die ein Haus auf einem Hühnerbein gebaut hat. Und dieses Haus auf den Hühnerbein ist immer nachgerannt. Und da bin ich dann für mich auf die Idee, auf die niederösterreichische Bauordnung gekommen. Da hat es einen Künstler gegeben, der hat das Kugel-Mugel-Haus gebaut und weil das eine Kugel nur auf einen einzigen Punkt steht, ist es keine Fläche und entspricht auch nicht der Bauordnung. Also unterfällt dann. Und da bin ich dann auf die Idee gekommen, wenn man so eine Siedlung auf ein Hühnerbein bauen würde, dann könnte man die niederösterreichische Bauordnung, die jetzt eh von diesen Reihenhäusern ein bisschen weggeht, und da unten so eine kleine romantische Weinviertler Köllergassen und die Baba Yaga legt einer dann, die da mit Hi-Hi-Hi davon fliegt, da zu einer geometrischen Siedlung, das ist die Verschandelung der Landschaft fest. Mhm. Diese Bäume da hinten, diese Studie sind Weggefährten, das ist der Waldlehrpfad in St. Jakob, den ich jeden Tag gehe und immer wieder, wenn ich gerade ein bisschen Zeit habe, einer meiner Freunde hier in meine Freundesporträtgalerie einbaue. Das ist ein ganz ein frühes, das ist ein enkaustisches Holztafelbild. Das ist ein Motiv in Stammersdorf gewesen, am Stadtrand von Stammersdorf. Das waren meine Vorläufer von Holzschnitten. Ich habe diese Technik durch eine Künstlerin kennengelernt, die kein Mensch kennt, die Silvia Penter, die eine Ausstellung mit den Kaustafelbildern im Floridsdorfer Heimatmuseum gehabt hat und die eigentlich die ausschlaggebende Person für meine Linolschnitte wurde. Wenn auch alle gesagt, heute Zülow hat so wie du gearbeitet, habe ich glaube ich mindestens schon 100 gemacht gehabt, bevor ich noch gewusst habe, wer der Zülow war. Und es ist diese unbekannte Silvia Penter im Floridsdorfer Heimatmuseum, wo ich diese Technik kennengelernt habe. Und ich werde dann unten noch zeigen, und ich war auch Ausstatter von Bolt in den vorletzten Bolt-Film. Die haben also, da hat der Aufnahmeleiter hat Bilder sich von da geholt und da ist auch Holz dafür Bild. Das ist mehr oder weniger das Einstiegsbild in den Bolt-Film gewesen. Weil man jetzt immer von diesen Kreisen, dass sie alles wieder trifft, jetzt sind wir wieder beim Weinviertel, nicht Bolt, Weinviertel, Komarek. Ich kenne ein bekennender Weinviertler. Ja, ich kenne Komarek besser. Also, es ist, man kennt sie, aber man kann ja nicht mit allen Leuten, wo man, das ist unmöglich. Also, da gibt es zum Beispiel mit dem
mit Ungarn habe ich damals der Präsident der österreichisch-ungarischen Gesellschaft war der George Esterházy, der von Peter Esterházy, von den Schriftsteller, der Bruder ist, der wirkt, der also in Ungarn geblieben ist. Und die Esterházys, der Vater von ihnen, hat sich mit den Kommunisten etwas arrangiert. Sie haben zwar die Besitzungen abgeben müssen, durften aber selbst in Budapest bleiben. Und die Söhne durften aber nicht studieren. Und der George Esterházy ist Buchdrucker geworden. Und mit dem habe ich natürlich wahnsinnig viel über meine Linolschnitte wieder geredet. Klar. Das ist... Ja, und jetzt kommen wir in den Winter Arbeits- und Lebensraum. Bücher sind für mich was Wichtiges, sind Freunde. Freunde habe ich selbst gedruckt. Und hier sitzt man zusammen. Hier wird geplant, gesprochen, getrunken und gelebt. Da ist dieses Plakat für Radio 4 Viertel. Mhm. Da sind die Puppentage Mistelbach, also lauter Dinge, die ich jetzt unten erzählt habe, in komprimierter Form. Akte, die ich beim Frohner gemacht habe. Also dieser Raum ist praktisch für dich der kreative Platz im Winter, wenn's. Ja. Das ist mein kleinstes Atelier jetzt, ne? Das ich am Rücken trage. Aber mittlerweile brauche ich kein Atelier mehr. Nachdem ich so viel gemacht habe und noch immer arbeiten möchte, aber mich immer mit so viel Ballast abgeben will, bin ich also wirklich zum Skizzenblock gekommen und es steckt in den Bildern dasselbe drinnen, als wie wenn ich das 2x2 Meter malen würde. Es geht mir um mein Erlebnis. Ich bin so egoistisch, dass mir das wichtig ist, ich male nicht für andere. Mhm. Aber wenn andere es wollen, lasse ich ihnen teilhaben dran. Aber wenn einer sagt, was willst mit den Häuseln, dann sage ich, du hast recht, du willst das halt nicht. Mir sind sie wichtig. Für mich sind es humane, überschaubare Formen, die für mich wichtig sind. Und die Fliegerei war mir zu kompliziert. Es war gerade die Zeit, also wie die Concorde und so weiter. Ich habe gesagt, die stecken mir, Entschuldigung, jetzt diese etwas Ausdruck, 3 Federn in den Arsch und bild mir ein, bin der Icarus. Mhm. Aber diese Dinge sind ja... Wobei natürlich die Häuser, das ist Architektur, Architektur erzählt eine Geschichte und natürlich die Häuser auch. Ja, die sind rein funktionell. Das waren keine Statusbauten. Das war gelebter Alltag und Funktion. Und Dinge, die funktionell sind, die sind schön. Mhm. Das... Genau. Oder dann hier meine Sache von Reisen. Früher mit weiß ich was immer mitzahlt und dann Schwierigkeiten am Flughafen gehabt, weil dann wieder die Staffelei rausgeschaut hat mit einem Rädel, wo sie glaubt haben, ich bin ein Terrorist und so. Das war, aber heute passieren eben dann diese Dinge. Mein geliebtes Kroatien. Ich fahre da immer mit so einem Schiff. Es gibt in La See eine Tauchergruppe, die fahren immer mit der Podul. Und die anderen interessiert das, was unter dem Wasser sind. Und wenn die dann herüber im Wasser sind und Kaffee trinken sind oder Wein trinken, dann mache ich hier meine Bilder. Oder wenn wir dann an der Küste vorbei. Mit, also das gezeichnet? Das sind so Filzstift, aber lichtechte. Mhm. Aber irgendwie hat man das Gefühl, sie strahlen Lebensfreude aus. Das ist jetzt keine blöde Rederei.
es streuen. Ich bin für mich selbst oft ein sehr problematischer Mensch. Ich lebe nicht ganz leicht mit mir und ich bin froh, dass das aber in mir drinnen bleibt, denn wie es da drinnen aussieht, geht keinem was an, heißt es ja schon einmal. Und dass ich jetzt mein Frust nicht auf andere anlohnen tue, sondern dieses Säckchen Last mit mir selbst ausmachen muss und nicht anderen damit auf die Nerven gehe und mit einer positiven Kraft an einer Welt mitgestalte. Mhm. Und das ist sehr was Wichtiges. Und das sind Nebensächlichkeiten. Es ist nichts Besonderes. Kein Mensch wird höchstwahrscheinlich, wenn er dort vorbeigeht, sagen, da mache ich ein Bild draus. Aber im Grunde genommen wünscht man sich eigentlich trotzdem, dass man bei dem Tisch da sitzt und ein Stück Brot isst und ein Glas Wein dazu und wartet, dass die Kühle des Nachmittags kommt. Mhm. Und ich spüre das. Und die baue ich dann wieder um auf Ölbilder. Das sind das ist also, zum Beispiel ja genau. Das ist, genau. Wobei ich jetzt ganz ehrlich bin, dass zum Teil diese Zeichnungen noch Fotos entstehen, die ich mache, aber da bereits einmal eine persönliche Handschrift draus wird. Und das setze ich um. Also ich male keine Fotos an, sondern ich zeichne Fotos an und aus dieser subjektiven Abzeichnung, aus dieser Umsetzung, kommt jetzt die nächste Umsetzung im Ölbild. Mhm. Das ist also der. Das heißt, es ergeben sich zwischendurch auch immer wieder leichte Unterschiede. Ja, es sind Unterschiede, es kommen da Zufälligkeiten dazu, die ich dort brauchen kann. Das ist auch ein Ölbild geworden. Und das ist in die Wohnung im Kloster Neuburg, es ist relativ klein, und es genügt ein Winkel, es genügt ein Kaffeehaustisch, dass man sich hinsetzt und was zeichnet. Und jetzt nicht sofort einrammelt und sage ich mal jetzt Miniaturen oder was, sondern das sind ganz, ganz intime Dinge. Und ich würde jedem sagen, lassen Sie mir den Fotoapparat und die Videokamera, was eh nur oft unnötig runterspulen, in Urlaub daheim, sondern nehmen Sie noch wie ein Kind ein paar Buntstifte und erleben Sie Ihre Zeit neu, indem Sie zeichnen, indem Sie die Dinge erfassen. Ich glaube, das Leben, man wird reicher dabei. Und jetzt nicht sagen, ich kann es ja nicht. Ja, ich habe es auch einmal nicht können. Und es ist ja nicht notwendig, dass man das wird, was ich weiß ja nicht, was ein Künstler ist, das kommt ja schon darauf an, dass man Künstler ist, sondern wie ich unten gesagt habe, das Begreifen. Indem ich das nachzeichne durch die Brücken, erfasse ich sie haptisch. Und ich habe es in mir und ich bin um ein Stück reicher. Das heißt, wenn ich mir vorstelle, dass ich diese Brücke und diese Häuser da jetzt fotografiere, das ist ein Moment. Das aber wenn ich das zeichne, dann geht das in mich rein. Ne? Das heißt, ich sage immer, ein Foto ist die Wahrheit einer 125. Sekunde. Mhm. Wenn ein Hochschulprofessor gerade zum Niesen ansetzt und sein Gesicht verzerrt, dann wird man sagen, das ist ein Idiot. Mhm. Und wenn ein Mensch, der nicht so schön ist, aber manchmal in einem friedlichen Moment entspannt schaut, dann wird man glauben, das ist ein Philosoph. Mhm. Das kommt nur immer auf die 125. Sekunde an. Mhm. Ja, wie gesagt, und das hier ist mein Ölmalblatt. Mhm. Die Ordnung ist also, ich bin ein bisschen ein Chaot, aber nur aus dem Chaos kann die Ordnung entstehen. Und Malerei ist das Ordnen von Farben und Formen. Und daher muss die Ordnung nicht gleich einmal da sein. Und die wirkliche Gebärecke ist also diese Ecke da. Da entstehen die ersten Skizzen, da entsteht das Gröbeln, da entstehen die Linolschnitte. Also bevor ein Bild irgendwo hinkommt, ist es in dieser Ecke entstanden. Das sind diese Dinge da,
der Weihnachtskarten, von denen ich erzählt habe. Mhm. Ich habe auch, bitte, ich arbeite da, ich habe gute Freunde, wir sind ein Team. Ich habe jemanden, der mir Pressearbeiten macht, ich habe jemanden, der mir Computerarbeiten dann wirklich so mit Verschicken und Bilder herrichten, mit Leuten, Freunden, die 30, 40 Jahre sind. Ich habe den Hermann Beiritsch, der versucht, es ist fast unmöglich, in mein Chaos Ordnung zu bringen und das zu inventarisieren und ein Werksverzeichnis zu erstellen. Und wir sind so der Buena Vista Social Club der Malerei. Mhm. Also lauter Auslaufmodelle, die aber gerade durch dieses gemeinsame Arbeiten einen Lebenssinn kriegen oder dazu eine Lebensfreude und eine Aktualität und wo es also noch mittendrin ist. Und das sind lauter Bücher, die ich mit illustriert habe, aber nicht, pass auf, nicht, dass du runterfällst. Ja, da aufpassen, wo entweder Sachen von mir drinnen sind oder dass ich eigentlich mehr Erfolg gehabt habe mit meiner Arbeit, die ich mir je erträumte, habe ich das zum Beispiel Kürschners Handbuch der bildenden Kunst Europas, dass ich da drinnen bin, dass ich in Heinrich Fuchs die österreichischen Maler des 20. Jahrhunderts drinnen bin, dass ich jetzt von Peter Sokop, das auch ein Floridsdorfer ist, in unbekannten Niederösterreich Artikel drinnen gefunden hat, geschrieben hat, dass ich also zu meinem 60. Geburtstag das goldene Ehrenzeichen des Landes Niederösterreich bekommen habe, zu meinem 65er das goldene Ehrenzeichen der Republik Österreich habe, dass ich Ehrenbürger in Lassay bin und weit vorausblickend in Lassay schon ein Ehrengrab habe. Und ich habe zum Bürgermeister gesagt, da weißt, vielleicht fährst du wieder fort, aber am Schluss haben wir die dann. Aber das sind für mich also jetzt nicht auf diese eitel bin, sondern es ist schön, dass die Dinge angenommen wurden. Und genauso habe ich mich über das gefreut, dass ich Ehrenbergvogt des Berggerichtes Falkensteins bin. Ich habe für Falkenstein sehr viel gemacht, mit den Heinz Bichler bis Dornbirner Messe und so weiter und Ausstellungen und alles, also mitgearbeitet. Diese Treppe da ist schon mal vom Brennholzhaufen gewesen, da hat der Drogister den reichen Stirn gekriegt und die hat bei mir eine Stufen haben wir wegschneiden müssen. Hat also genau, und das war früher der einzige Aufgang ins Atelier, es konnte sich niemand anschleichen, irgendwer. Das ist richtig. Und das ist so meine kleine Hausgalerie, oder unsere kleine Hausgalerie, wo dann einmal die Bilder aufgehängt werden und gewechselt, dass ich weiß, wo ich jetzt stehe. Und eben für die Ausstellung in Wilfersdorf ein Teil der Arbeiten für oder von Wilfersdorf. Was hat das für einen Titel, Wilfersdorf? Hat das denn bestimmt einen Frühlingserwachen! Nein, was kann es anders sein? Ich habe also von meinen Büchern erzählt, von Hieb zu Hieb, Wort in Weinviertel, Wettwachsen, Erdmusik mit Schwarz-Weiß-Schnitten. Ich habe es nämlich jetzt begonnen, aber bin schon wieder am Aufhören. Es wird alles zu viel. Ich habe sehr viele, inklusive meiner Frau, Literaten haben entweder die Stimme verloren oder sind gestorben
Und mit diesen Texten, von denen mache ich heute Lesungen. Mhm, also das ist ein Freundschaftsdienst. Das einfach unvergessen. Ja. Ja, ganz eine wichtige Sache. Ja, nein, das ist ein Dankesagen. Aber wie gesagt, das größte Danke muss ich mir an die Elfe sagen, denn wie das mit mir aushalten tut, in eine völlig neue Welt da hineinzukommen, das ist... Und jetzt werden wir schauen, ob wir noch einen Kaffee kriegen, oder willst du ein Glas Wein, oder was? Nein, bei einem Kaffee. Bleiben wir bei einem Kaffee. Jawohl.